zuerst nach vorne. Grüß euch miteinander. Noch anderthalb Wochen und dann ist das Eidgenössische Zug. Und heute sind wir beim letzten Berner Schwinger, den wir euch vorher vorstellen, beim Thomas Dempack. Wo gehen wir eigentlich jetzt hin? Wir gehen zu den Sommerungsgosten auf meinem kleinen Berg. Thomas Dempack, 34, Bauer und Maurer, letztes Jahr Vater geworden. Und er hat eine ganz spezielle Familiengeschichte, die zu reden gibt. Auf die kommen wir dann. Aber für euch jetzt erstmal den Rückblick auf das Bernische Kantonale zu unserem. Zwölftausend begeisterte Schwingfans sind am Sonntag verwöhnt worden mit dem Besten, das der Berner Schwingsport aktuell zu bieten hat. Und zwei Männer haben am sommerlichen Münsingen so richtig den Stempel aufgedreht. Zum einen der amtierende König. Pünktlich zur Hauptprobe vom Eidgenössischen in zwei Wochen hat der Glarner seine Belohnung für einen harten Kampf, den er nach dem Gondelsturz hatte, bekommen. Der Sieg gegen Remo Käser im zweiten Gang ist einer von fünf gewonnenen Gängen auf dem Weg in Schlussgang. Nur der Eschbacher war besser und das um einen Viertelpunkt. Der Schwarzsee und der Südwestsieger hat sich den Schlussgang mehr als verdient, so wie hier gegen Kämpf im dritten Gang. Und genau das Viertel hat im Schlussgang den Unterschied ausgemacht. Der Eschbacher taktiert gekonnt zu einem Gestellten und zum Festsieg. Ich glaube, Emmitaler hat selber vor 60 Jahren oder so das letzte Mal einen gewonnen. Das war wirklich ein grosses Ziel von mir, dass ich das einmal gewinnen darf. Und ja, dass es so gelangt hat, habe ich natürlich riesenfrei. Gross war auch die Erwartung auf das Comeback des Stucki. Die Leistung des Leiser lässt noch viele Fragen offen. Zum einen gibt es die Niederlage gegen Kempf und zum anderen der Sieg gegen Christian Gerber. Ein Eidgenoss rennt regelrecht die Zeit davon. Im vierten Gang muss der Thomas Sempach aufgeben, sein Brustmuskel zwickt. Auch wenn es nicht gut aussieht für das Eidgenössische, entscheiden will der Emmitaler erst am Wochenende. Zum einen hat Münsingen Hoffnungen geweckt. Zum anderen hat Münsingen aber auch Träume geil ins Wanken gebracht. Thomas Dempack hat den Hof vor 5 Jahren von seinen beiden Onkeln übernommen. Er hat 20 Kühe, ein paar Gusti. Wir sind hier auf der Sümmerungsweide. Ja, Thomas, wie geht es den ganzen Bauernbetrieb, wenn du dann alle Sonntag noch an das Schwingfest gehst? Ja, da müssen einfach meine Leute daheim helfen. Zwischendurch stelle ich jemanden am Sonntag. Ja, das ist. Irgendwie macht man es selber zu gehen. Ach so, ja. Aber es ist dein Herzblut, das merkt man. Also, gerade vor dem Schwingfest hast du gesagt, du kannst hier auftanken. Ja, sicher. Ich gehe alle 2 Tage zu. Und da ich am Sonntag vorbei gehe, natürlich am Samstag zu. Und das ist sicher, kann ich hier fahren, mache auch noch etwas. Zum Hochlaufen merke ich auch, gerade, wie ich in Form bin. Und, das ist sicher so ein bisschen zum Ritual geworden. Ja. Und wie läuft es mit der Familie zusammen? Jetzt mit Lia, die ist 10 Monate alt, deine Tochter. Ja, sehr gut eigentlich. Ja, es ist, hat sich nicht viel geändert. Ich genieße sicher die Zeit, die sie um ist. Windeln wechseln, ein Thema? Ja, sicher. Ja. Das ist, also für mich ist es eigentlich kein Problem. Ich mache Alltag ein bisschen mit Mistzüge. Ich tue auch bei den Kühen misten. Und wenn ich an eine Viehschau gehe, wenn eine Kuh schießt, dann putze ich dort das Füttel. Also Scheissdreck hast du im Alltag, blöd gesehen. Ja, so sieht schon ein bisschen, ja. Jetzt hast du die blauen Hosenträger nicht an. Die hast du ja jahrelang immer im Sackmauring an. Aber heuer das erste Mal auch nicht. Wieso eigentlich nicht? Ja, letztes Jahr sind wir kaputt gegangen. Und jetzt mittlerweile gibt es die neuen Hemden, die nicht mehr aus Baumwolle sind, was so ein bisschen der feine Stoff ist. Und jetzt habe ich mich entschlossen, die mal wegzulassen. Aber die Hosenträger, die haben dir auch ein Glück gebracht. Du hast eine riesige Karriere hinter dir mit Brünig, die gewonnen hast vor 3 Jahren. Jetzt heute der 100. Kranz, den du gemacht hast. Du hast aber auch sehr viele Verletzungen schon gehabt. Ich habe mal gelesen, irgendwo beide Beine hast du mal gebrochen. Wie ist das genau gegangen? Ja, das war am ersten Schultag. Da bin ich frontal in ein Auto gefahren. Ich bin über die Haube ein. Es war ein tiefes Auto. Mir hat es über die Haube eingenommen. Und vom Aufprall hat es mir unter B gebrochen, ja, einfach. Du hast Glück im Unglück gehabt. Ja, sehr sicher. Gut, jetzt tue ich da mal ein bisschen Mist raus. Ja. Du hast vorhin gesagt, auf einen Miststock geht, oder? Ja,
Am besten geht direkt raus auf den Miststock. Für rechts in diesem Fall. Ja, genau. Gut. Ja, und wir wollen doch in der Zwischenzeit mal hören, was unser Experte Matthias Siegenthaler zum Thomas Embach sagt. Thomas Embach bringt sehr viel Erfahrung mit. Er ist mit seiner Technik ein sehr kompletter Schwinger. Er ist in der Lage, am Boden, aber aus der Flanke, seine Schwünge zu machen. Das hat er am liebsten. Aber er hat auch Züge, die er direkt aus dem Gut machen kann. Das macht ihn eigentlich besonders attraktiv. Und was er natürlich sehr gut kann, ist aus der Defensive gerade direkt in die Offensive starten. Darum hat er schon eine Menge gute Schwinger geschlagen. Na Gott, du. Nach dem Werk ein Neuni. Ja, gehört dazu, ja. Ja, gegen etwas Neuni nehme ich nicht. Aber wenn ich Zeit habe, so, dann hocke ich schon gerne dort her. Dann bleibst du hocken bis am Mittag. Ja, schön wäre es halb, ja. Aber meistens ist es noch die Bütze rum, die verrichtet sein sollte. Dann muss man dann aber gleich eher drauf los. Ja, wie ist jetzt das mit der Lia? Jetzt hast du vorhin erzählt, manchmal an dem Schwingfest hat sie da Einblick in die Garderobe von diesen Herren Schwinger. Ja, sie kommt mich etwa zwischendurch besuchen. Und ich habe noch ein Mättchen oben, da ist sie auf dem Mättchen drauf. Und Eschbacher Diesel hat sie auch schon als Maskottchen von den Emmentaler Schwinger bezeichnet. Ah, ja. Es ist ja lustig. Und, ich glaube, sie kommt gerne auch ein bisschen Schatten und ein bisschen Kühle in die Garderobe zu uns. Dann braucht sie, dass es gut läuft bei den Schwingern. Ja, jetzt müsst ihr erzählen, wie das gegangen ist mit euch zu ihnen. Das ist ja, glaube ich, ein bisschen speziell oder ein bisschen außergewöhnlich, weil die Brütsch, die älter ist, ist mit ihrer Schwester, die jünger ist, zusammen. Und ihr habt euch über sie lernen kennen. Wie ist das dann ganz genau weitergegangen? Ja, wir haben uns schon auch kennt vom Gesehen her. Und dann haben wir uns eben unsere Schwester, die wir uns lernen kennen. Es hat sich dann das Intro der anderen gegeben. Ja, irgendwann waren wir schon ein Paar. Ja. Das klingt jetzt alles so nüchtern, aber war das ein Verkopplungsversuch von euren Geschwistern? Die hatten das Gefühl, dass das würde noch passen? Nein, das glaube ich nicht. Eigentlich, ich glaube, zuerst haben sie es gar nicht so toll gefunden. Oder? Dass sich da, aber mittlerweile haben sie sich damit abgefunden. Und, jetzt sind wir ein gutes Vierer-Team. Mhm. So, also hat ein gutes Verhältnis zueinander. Aber sie haben ja zwei Kinder, Cousins und Cousinen von Lia in diesem Fall. Da hat sie eben engen Draht. So. Ja, sehr. Ja. Ist schön. Mal ein bisschen zu hüten geben und dann könnt ihr ein bisschen Ausgang ein bisschen so. He? Genau. Ja, sicher grosse Vorteile. Und die Kinder untereinander. Wobei, jetzt streiten sie manchmal schon bald die Kleineren, ja, aber sie sind einander schon gerne, glaube ich. Ja. Das ist super, ja. Und eben, sie sind geheiratet. Also, ihr seid ja Brutführer, Brutführerin gewesen bei ihnen Hochzeit. Wie sieht es bei euch aus mit heiraten? Ja, jetzt höre ich eben noch das Schwingfest. Und wir die kleine Lia haben wir auch. Das ist sicher ein weiteres Kapitel, wo wir hoffentlich irgendwann können. Das wäre auch ja. Ja, ich denke schon, ja. Ja, da würde mich sicher nicht lumpen. Das würde ich aber schon irgendwie. Also einen Antrag würde ich schon nachher bringen. Ja, gut, dann sind wir gespannt, was die Zukunft bringt. Alles Gute für euch als Familie und euch daheim wünsche ich ganz einen schönen Abend. Würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche zuschaut. Nicht mehr mit dem Weiberhaken, aber dann mit dem ESAF-Special. Wir berichten live von Zug, vom Dienstag bis und mit dem Sonntag. Adieu miteinander.